Das finde ich ziemlich komisch. Okay. Reicht. Ja. Da wir die Evil Within ja durchgespielt haben, habe ich mir überlegt, was kann man als nächstes machen. Da wir in die Richtung Horror gehen wollten, habe ich gedacht, gut, Outlast war letztes Jahr ziemlich gut, oder hatte ziemlich gute Kritiken. Ein sehr gutes Horrorspiel. Und ich habe mir einfach gedacht, komm, wagen wir den Schritt doch mal. Ich habe kurz angefangen, angespielt und die Aufnahme ging in Arsch. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Ich werde mich so oft erschrecken in dem Scheißspiel, Mann. Kann man irgendwie Gas geben? Öl. Tank ist fast leer. Wie schnell fahren wir denn? Ich kann nicht sehen, wie schnell wir fahren. Mount Massive Asylum. Okay. Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht so oft R drücken darf. Ich spiele das schon bewusst mit der Tastatur, weil ich glaube, das wird einfacher als mit dem Controller. Das nächste Spiel, was ich jetzt auch anfangen werde, das werde ich auf jeden Fall mit Controller spielen. Das ist nämlich, ach, das sage ich lieber noch nicht. Am 17. September 2013, blablabla. Sie kennen mich nicht, muss kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Microsoft-System im Mount Massive tätig. Ich breche gerade alle möglichen Geheime des Verwahren, aber es ist echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Ich verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte von der Sachen. Der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fassen etwas von Traumtherapien, die zu tief gehen und etwas, das sie aufweisen. Okay. Ich werde mich so erschrecken, ne? Dich, um ehrlich zu sein, ey. Okay, gut. Kamera geht alles. Können wir jetzt anfangen? Naja, wir sollen ja möglichst viel aufnehmen, ne? Deine Ziele werden im Notizbuch Tabulator, okay. Also Notizen N und dann Dokumente J, okay. Okay, Ziel. Untersuche die Nervenanstalt Mount Massive. Das sieht echt nicht gut aus. Können wir das Tor hier irgendwie... Jo, wir kommen nicht mal in eine Tür rein. Passwort, ja. Wir haben kein Passwort. Also meine Maus ist ein bisschen niedrig eingestellt. Moment. Die kann man ja vielleicht etwas herstellen. So, linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Hätte sie gedrückt, um sie langsam zu öffnen. Ja, gut. Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Yay! Mir wird schlecht, wenn ich diesen Ordner anschaue. Die Nervenanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung geschlossen wurde und so. Okay. Das Bewegung jetzt brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition am ausbeuterischer Profil und so, okay. Okay. Achso, ist ein Gewitter. Okay.
Okay, ja. Was ich sagen wollte, für alle, die es nicht kennen, wir sind ein Journalist und müssen in dieses Haus, in die Psychiatrie und rausfinden, was dort passiert ist, was dort vor sich gegangen ist. Und ja, es war eines der beliebtesten Horrorspiele 2014. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, du hast es versucht zu umgehen. Aber jetzt kommt es doch auf dich zurück, leider. Und ja, jetzt kam ich dazu, dass ich das doch spiele, einfach aus dem Grund, weil wir auch ein bisschen Horror jetzt hier bringen wollen. Um ehrlich zu sein, sieht dieses Spiel, also diese Stimmung, die dieses Spiel erzeugt, ist echt eklig. So. Ja, okay, wenn da oben ein Fenster auf ist, dann kommen wir hier wahrscheinlich auch nicht durch. Und dieses Bild, diese Bildkörnung macht mich auch ganz kirre, ey. Und jetzt aber der Brunnen. Ich weiß auch gar nicht, was die ganzen Wölfe hier machen, Alter. Die sollen alle nach Hause gehen, ohne Witz. Es ist Nacht, sie sollen schlafen. Aber der Journalist ist ganz sportlich drauf. Ich habe gerade aus Versehen R gedrückt. Ach, zum Glück. Weil dann packt er die neuen Batterien rein. Das ist so eine Angewohnheit von CSGO, dass man immer R drückt. So. Hallo? Oh, ist das jetzt schon so eklig? Wir müssen auf jeden Fall Ausschau auf Batterien, nach Batterien halten. Ja, wir nehmen das mal alles hier ein bisschen auf. Nicht, dass wir irgendwas falsch machen, ne? Digga, ich will das Spiel nicht mehr spielen, Mann. Hör mal ganz kurz auf mein Handy. Hallo? Heißt da! Schade. Und stelle dich, um dich hindurchzuzwängen, okay. Was ist denn hier dran? Ich mach mal die Tür. Alter, mach die Tür halt noch lauter zu, du hässlicher Vollidiot, ey. Batterien. Kann man an dem Computer irgendwas machen, weil die wollen halt immer. Das. So, das ist der erste gegen. Oh. Können wir eigentlich da runter? Oh ja. Hallo? Das ist ja nice. Jetzt wollen wir das aber ganz vorsichtig hier aufmachen. So, passieren tut hier. Dass er, wenn er sich dreht, dass dann. Das ist voll eklig, dass sich dann die Dingens bewegen. Dass sich dann diese Fußstapfen kommen. Bla 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 bla. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerter, luzide Traumphase vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet, fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Bla bla. Anwendung Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter Marv. Muss befragt werden und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Ich hab R gedrückt, Mann. Jetzt habe ich eine Batterie verschwendet. Ich Vollidiot. Ich. Also. Na gut. War natürlich klar, dass du abgeschlossen hast. Aber. Die Tür mache ich. Hallo? Gut, was ist hier? Soda und. Das sieht aus wie ein Stück des Darmes eines Menschen. Okay. Gut. Kann man irgendwie hier Cola oder so poppen? Irgendwie. Yeah, bitch, bitch, please, bitch, bitch. Ist da irgendwas im Mülleimer? Ja, ich schrei halt so laut rum. Hallo? Okay.
Wow. Könnten wir jetzt theoretisch wieder, nee, ich gehe jetzt nicht zurück, um die Toilette zu gehen, da ich bin noch nicht wahnsinnig. Da hinten ist er langgelaufen gerade. Dass hier immer noch Menschen drin sind, ist auch so. Es wurde ja angeblich gesperrt und abgeriegelt. Das finde ich ziemlich komisch. Oh Mann. Okay. Du Wichser, ey. Digga, warum? Hui. Ich hab Gänsehaut, ne? Es ist so ein bisschen komisch. Ich habe Steam auf Englisch, das heißt, die Spiele sind auf Englisch, aber das Geschriebene ist auf Deutsch. Okay, ich bin drin, überall Leichenblut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke auf ihren Namen. Schön steht Murkoff Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte. Als ich rein, den ich reinkommen bin. Sieht doch teilweise ganz gut aus hier. Digga. Kann die Folge jetzt nicht vorbei sein hier? Oh, ist das pervers da drin? Ist hier irgendwas? Da ist eine Batterie. Was zur Hölle ist das? Oh, ein Arm. Hallo. Hihi. Okay, der Jumpscare war echt eklig gerade. Oh. Oh! Nein! Lass mich los! Warum schmeißt du mich da runter? Ich hab doch alles getan! And who are you, then? Wer ich bin? Ich bin Marcel. Ich wollte eigentlich nur kurz vorbeikommen. Merciful God, you have sent me an apostle. Uh-huh. Guard your life, son. You have a calling. Ist der Typ jetzt weg? Der hat mich nicht mitgenommen. Neues Ziel, fliehe aus der Nervenanstalt, benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay. Er hat mir meine Kamera nicht weggenommen. Okay, so. Gut. Alter, das Ding ist ja... Ja, gut. Das kriegen wir, glaube ich, nicht auf. Was ist hier? Oh, hier ist wieder eine Toilette. Hier ist bestimmt wieder eine Batterie. Oh, perfektus. Guck mal. Was ich nicht alles weiß, ey. Okay, gut. Ich schätze mal, wir sind hier jetzt so halbwegs ein bisschen in Sicherheit. Aber hier sind auch wirklich alle tot. Jeder einzelne. Oh, hier sind Akten. Achso. Dokumente. Verziehungswillen.
Eine staatliche Erklärung wurde vor dem Direktorausschuss der Merck of Homeland Security geliefert. Die grundlegende Annahme hat katastrophale Sicherheitseinbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Okay. Merck of Corporation. Okay, ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen hier, weil da hoch will ich noch nicht gehen und darunter. Proclaim the Gospel. Okay. Wir sind alle tot. Außer der Typ, der eben aufgeschießt wurde. Was, warum der noch überlebt hat, das war mir nicht so wirklich klar. Hallo? Oh, hier ist noch irgendwas. Dokumente. Project Warrider. Anasium. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Erfahrungsstufe 3 Hormon, Risiko behaftet. Bla bla bla. Walker aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung infiziert Infarkt. Okay, gut, das will ich gar nicht lesen, wenn die es selbst verstümmeln. Bumm! Ja, wie. Was, wenn er weiß, dass diese Menschen da drin sind, warum macht er die Türen dann noch so dermaßen zu? Hallo? Ih, der lebt noch. Hier sind so ugly faces. Hallo? Leute, ihr wisst schon, dass der Fernseher nicht läuft, oder? Ja, ich habe voll die Gänsehaut bei dem Scheißspiel. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten, die überlebt haben, was hier geschehen ist, aber sie haben nur noch eine Hülle. Okay, Leute, läuft bei euch. Kann ich hier drunter durch? Natürlich kann ich hier drunter durch. Also ich finde die Typen hier eigentlich nur derbe eklig. Oh, die Sicherheitskarte. Gesammelte Objekte. Ach so, Inventar, die Schlüsselkarte für das Sicherheitsterminal. Okay. Digga, dieses Geatme von dem Typen geht mir echt auf den Sack, ne? Ihr seid voll die cuten Boys, aber ich spiele wir sind schon bei 18 Minuten. Ja gut, dann müssen wir hier mal ein Ende finden. Das Spiel ist auf jeden Fall eklig. Also im Sinne von, das geht auf die Nerven. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal, wenn ich mich wieder erschrecke. Digga, der Jumpscare war richtig bescheuert. Tiddly!